Zeit nach Haus zu gehen, Ball. Scheißkerl von Ball, warum rollst du nicht einfach lochwärts? Das ist dein Zuhause. Das ist dein Zuhause, du Penner. Oder willst du weiter in einem Ledersack wohnen? Sag's mir! Dieser Ball will mich fertig machen! Virginia, geben Sie eine Presseerklärung betreffs Happy Gilmores Rausschmiss von der Tour raus. Ich möchte um 18 Uhr einen Entwurf sehen. Sie haben recht. Er ist aus der Rolle gefallen. Sein Benehmen ist vollkommen inakzeptabel. Aber wissen Sie was? Golf hat auf genau so einen Spieler gewartet. Einen schillernden, emotionalen Arbeiterklasse-Helden. Ich werde ein derartiges Benehmen nicht tolerieren. Gilmore ist draußen. Ich habe gerade einen Anruf von den Dallas Open bekommen. Ihre Telefonleitungen laufen heiß wegen Anrufern, die Happy sehen wollen. Sie sind ausverkauft. Jetzt schon? Ich weiß, er ist ein bisschen arg ungehobelt. Aber lassen Sie mich mit ihm arbeiten. Okay, fein. Aber er unterliegt Ihrer Verantwortung. Wenn er sich am Riemen reißt, kann er bleiben. Wenn nicht, säge ich sie ab. Und leistet er sich noch mehr von dem? Na, steh auf, du Stück Scheiße! Dann ist er draußen. Du alter F***! Du gehst mir auf den F***! Wie lange wirst du das noch mit mir machen? Steh auf, du F***-Nelke! Komm nie wieder! Wow. Shooter! Danke, Doug. Shooter, was halten Sie von Happy Gilmore? Ich hatte keine Gelegenheit, ihn spielen zu sehen. Ich war damit beschäftigt zu gewinnen. Aber müssen Sie nicht zugeben, dass er einen höllischen Schlag hat? 435 Meter? Wie viel ist er geworden? Letzter? Oh ja, es war ein toller Tag. Danke. Stimmt es, dass er einen Hole-in-One über 450 Meter getan hat? Hey, wo ist mein Scheck? Die verschicken wir nächste Woche per Post. Oh nein, nein, ich will ihn aber jetzt. Ich habe jetzt keine Schecks auszugeben. Also der Typ da hat einen. Stimmt's? Geben Sie mir einen von diesen Großen, ist mir egal. Hey, Kumpel, hast du mal ein Bier? Setzen Sie es auf meine Rechnung. Das war ja eine tolle Show, die Sie da abgezogen haben. Sie waren das Gesprächsthema. Vielen Dank. Ja, Sie haben den Ball am Abschlag ja richtig zermalmt. Sie könnten was werden bei diesen Weitschlagwettbewerben. Ja, Sie könnten wahrscheinlich gut dabei verdienen. Herumreisen und was zusammenbetteln. Danke, Phil. Wissen Sie, ich weiß, was Sie jetzt gerade machen. Das gefällt mir nicht. Also, warum halten Sie nicht einfach Ihr Maul, bevor ich meinen kompletten Fuß reinhämmere? Drehen Sie mir nicht den Rücken zu. Eins wollen wir doch klarstellen. Das hier ist Shooters Tour. Ich habe mein Leben lang hart gearbeitet, Lehrgeld bezahlt und jetzt ist Shooter an der Reihe. Und Shooter lässt sich seine Spitzenposition nicht von einem Freak, einer Schießbudenfigur versauen. Haben Sie gerade Freak zu mir gesagt? Hm? Ich war nur aus einem Grund auf dieser Tour dabei, Mäuse, aber jetzt habe ich einen neuen Grund, Ihren Arsch zu foltern. Na dann, versuchen Sie es doch. Dann wollen wir mal. Hey, ich meine auf dem Golfplatz. Hey, was ist denn hier los? Oh, ich habe nur die andere Hälfte dieser Flasche gesucht und da ist sie ja. Und warum stellen Sie sie nicht einfach hin? Ja, schon gut. Geben Sie mir keinen Grund zur Klage, weil ich das nicht ertrage. Merken Sie sich, was ich sage. Und wenn ich einfach am Knochen nage und überdenke meine schreckliche Lage, indem ich eine Frage frage oder einfach verzage, wäre das eine Plage? Ah.